Hallo zusammen. Wie ihr sehen könnt, bin ich am Wasser und im Hintergrund sind die Berge. Und zwar schon schneebedeckt. Es ist der 5. November und ich habe mich entschieden, da ich nochmal Urlaub habe, Richtung Süddeutschland zu fahren und bin jetzt an meinem Startpunkt im Grunde am Bodensee, genauer gesagt Lindau am Bodensee. Und gestern gab es den ersten Neuschnee. Es sieht wunderschön aus. Es sind 4 Grad. Trocken, muss ich sagen. Es ist zwar bewölkt, wie ihr sehen könnt, aber die Sonne ist so ein bisschen zu erkennen. Ich werde jetzt hier meine Runde auf dem Rad starten und euch dann gerne mitnehmen nach Lindau und was es hier alles so zu sehen gibt. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran. So, der Bulli ist abgestellt. Ich habe gar nicht groß irgendwas gemacht. Türen zu, Fahrradtaschen dran, Fahrrad genommen. Und 15 Minuten später sitze ich schon auf dem Rad und fahre Richtung Lindau. Ich habe schon erwähnt, glaube ich, es ist frisch, aber es ist schön und mittlerweile... Ja, man muss aufpassen, da war es gerade so ein bisschen matschig vom Laub. Schon einmal weggerutscht. Naja, was wollte ich jetzt sagen? Faden verloren. Es wird auf jeden Fall schön. Es ist blauer Himmel mittlerweile, zum Teil. Und ganz toll, so hier zu radeln. Ich verlasse mich so ein bisschen auf die Schilder, die hier stehen. Und schau mal, was da so kommt. So sehr ich den Sommer liebe, aber die Farben im Herbst sind ja auch immer Weltklasse. Jetzt gerade hier beim Film der Bäume habe ich gesehen, hier gibt es Horststern-Uferweg. Dann schaue ich doch einfach mal. Bayerisches Bodenseeufer. Da kann ich ja nicht dran vorbei. Weil wenn man schon mal am Bodensee ist und sich die Möglichkeit gibt, da vielleicht sogar dran lang zu radeln, bin ich, glaube ich, der Erste, der das machen muss. Oh. Ja gut, ich komme hier nicht weiter. Aber lohnt tut sich das alle Male. Schaut euch das an. Ich zoome das Ganze jetzt mal, damit ihr auch die Berge dort vernünftig erkennt. Wenn ich mich jetzt bewege, wackelt es natürlich schnell. Ich versuche das vorsichtig zu machen. Ihr kennt mich. Ja, da hinten ist noch wesentlich bewölkter. Hier sind ja schon so Lücken, wo es blau ist. Aber sieht trotzdem klasse aus. Nicht schlecht für die ersten paar Minuten unterwegs. Das kann sich sehen lassen. Und dort, wo ich hinfahre, ist sogar blauer Himmel. Wieder auf der Straße geht es entlang von diesen schönen alten Bahnhäusern. Direkt dahinter ist die Bahnlinie. Und hier ist auch so ein Prachtbau, alleine schon wegen dem Tor nicht zu verachten. Villa Leuchtenberg ist das übrigens. Schick, schick, so direkt am Wasser. Das hat schon was. Ansonsten für die Leute, die hier so mit dem Camper hinkommen, wie ich das mache, ist es hier recht schwierig, so freie Plätze zu finden, weil echt alles ausdrücklich verboten ist und gefühlt auch an jeder Ecke irgendwo einer kontrolliert. Aber ich denke mal, wenn man mehrere Tage unterwegs ist, was ja eh relativ preiswertes Reisen ist, bis auf die Spritpreise momentan, dann kann man auch mal für eine Übernachtung investieren. Ich habe noch mal einen kleinen Abstecher zum Wasser gemacht. Das ist so schön. Vor allem jetzt hier mit der Sonne, richtig angenehm auf der Haut. Aber was man auch sagen muss, es muffelt ganz schön. So dieses typische abgestandene Wasser hier am Rand halt, ne? Aber sonst ein Träumchen.
So, wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, geht es jetzt hier rüber zur Insel Lindau, wo unter anderem eine Spielbank ist und jede Menge zu sehen. Sehe ich jetzt erst, da oben ist ein Zeppelin. Hatte ich vorher gar nicht wahrgenommen. Ja, hier ist so dieser kleine Stadtgarten und die Bayerische Spielbank Lindau, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Ich befinde mich jetzt hier auf der Insel Lindau mit einem herrlichen Blick über den Bodensee. Und ich glaube sogar, dass ich nachher meinen Bulli von hier sehen könnte. Mal schauen. Aber es ist ja eigentlich auch nebensächlich, wenn man hier so den Rest genießen kann. Angeblich soll jetzt auch die nächsten 3-4 Tage das Wetter mehr oder weniger stabil bleiben. Zwar bewölkt mit sonnigen Abschnitten, aber trocken. Das würde mir natürlich sehr gefallen. Es ist echt schön, wenn man hier so am Wasser lang radelt mit der Sonne. Es ist richtig warm. Aber sobald der Schatten kommt, klar, wird es wieder schattig. Naja, sagt ja der Name schon, ne? Schatten, schattig. Habe ich mich gerade wieder selbst übertroffen mit meinen Feststellungen hier. Hier in diesem Gebäude war die Königliche Bayerische 3. Infanterieregiment von Prinz Karl von Bayern 1868 bis 1870 und das 3. Bataillon von 1873 bis 1897. Sehr imposantes Gebäude, aber steht extra ein Schild, das Privatgrund ist. Und viel weiter zurück kann ich nicht, sonst könnte man es besser filmen. Also hier auf der Seite ist auch noch so ein Park, da geht es auch Richtung Bodenseeklinik. Dann überall diese schönen alten Häuser. Und hier entlang der Mauer geht es jetzt in den Kern der Insel, würde ich mal so sagen. So, Fußgängerzone, schöne kleine Gassen. Das geliebte Kopfsteinpflaster, aber schön mit den historischen Gebäuden hier. Hier auch wieder schön entlang dieser Fassaden. Das hat echt was. Und dann diese kleinen Ecken, wo man sich hinsetzen kann. Hier diese ganzen kleinen Ecken und Gassen. Und jetzt außerhalb der Saison ist auch nicht ganz so viel los, wie ihr selber seht. Kann man das so richtig in Ruhe genießen hier. Hat schon was, also bis jetzt gefällt es mir hier ganz gut. So ein typischer bayerischer Biergarten, aber keine Bestuhlung mehr draußen. Denn hier ist das Forum drin untergebracht. Und von da aus geht's hier rüber zum alten Hafen. Oder alte Werft, kann auch sein, dass es so hieß. Auch nicht zu verachten. Hier ist so ein Badebereich, der abgetrennt ist. Im Sommer bestimmt herrlich. Jetzt gerade ein bisschen frisch, würde vielleicht noch gehen, aber man muss ja nicht übertreiben. Ansonsten scheint hier ein Rummel zu sein, wo gerade eine Ansage gemacht wird, dass man froh sein muss, dass das alles stattfindet, trotz Corona,
aber man trotzdem vorsichtig sein soll. Was ein Anblick. Schaut euch das an. Wunderschön. Und so sieht das Ganze mal vom Nahen aus. Auch das Wasser hier, glasklar. Schaut mal, auf der Seite wirkt es schon fast maritim, wenn man das so sieht. Also hier mit dem Hafenbecken. Natürlich nicht die Gebäude. Ah, wobei, geht auch. Wenn man dann hier so rüber schaut, über den Löwen, den kleinen Leuchtturm. Geht es hier direkt Richtung Alpen und Schnee. Wunderschöne Gegensätze. Und ich stehe jetzt hier gerade an einem geodätischen Referenzpunkt, wo die GPS-Empfänger ermöglichen, eine exakte Bestimmung auf der Erdoberfläche darzustellen. Schaut euch mal hier diese Wandmalerei an dem Gebäude an. Mit dem Schatten kann man das natürlich auf der Kamera nicht so gut erkennen, wie es hier vor Ort wirklich ist. Deswegen, ich habe ein bisschen gezoomt und schwenke. Also das war das Bibliothekarsmuseum mit dieser schönen Malerei. Und direkt hier gegenüber ist erstmal so ein Wildbienengarten. Finde ich sehr schön. Hier so mittendrin. An diesem auch wunderschönen Brunnen. Und immer wieder diese schönen kleinen Gassen hier. Rechts von mir. Oder auch hier links von mir. Das ist echt so, wenn man hier von einer Gasse in die andere kommt, bei diesen schönen alten Gemäuern oder überhaupt so Altstädten. Das überwältigende Eindrücke. Hier mal so ein kleiner Schwenk durch die Fußgängerzone. Und dort würde es dann weitergehen. In diesen ganzen kleinen Gassen kommt meine Kamera ja immer an ihre Grenzen. Und ich war jetzt mal los nach einer anderen Kamera schauen. Das Problem ist, das Modell, was ich mir rausgesucht habe, ist zurzeit gar nicht lieferbar. Und vorrätig ist auch so gut wie nichts mehr. Wobei mir gerade einfällt, wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon wieder Frühjahr, weil ich mit den Norwegen-Videos so hinterherhänge. Aber ist ja auch nicht dramatisch. Vielleicht habe ich ja bis dahin schon die Kamera meiner Wünsche. Und dann sollten auch die Aufnahmen in diesen engen Gassen besser werden. Mit einem dementsprechenden Objektiv. Und am Ende einiger dieser Gassen sind halt auch immer schöne Türmchen oder Kirchtürme, wie jetzt hier. Der hat sogar gerade geläutet. Ich bin mal gerade kurz aus der Stadt raus und jetzt hier an der Tirschbrücke, die von 2019 ist. Erstmal führt die nur über diese Bahnstrecke hier drüber, aber die Aussicht dort hinten hin hat mich doch wieder gelockt. Ich denke, wenn ich jetzt anfange zu schwenken, werdet ihr verstehen, was ich meine. Was mir hier unheimlich gut gefällt, dass auch nahezu alles barrierefrei gemacht ist. Weil hier mit den Stufen, das ist ja schon recht steil, da würde ich das Fahrrad nicht mal so runterschieben oder runtertragen. Und so kommt man zumindest an den einen oder anderen Punkt auch als Radfahrer oder sogar als Rollstuhlfahrer vernünftig hin.
finde ich immer besonders gut, wenn das dann mit eingeplant wird bei diesen ganzen neuen touristischen Umbauten, die die Städte so betreiben. Ob ich heute Abend vielleicht sogar Schnee über die Berge sehe? Das wäre ja noch was. Aber hier ist auch noch mal schön zu erkennen, die Wasserqualität hier vom Bodensee, zumindest optisch. Ja, und hier so am Stadtrand jetzt selber Skateranlage und ich sag mal so ein moderner Edelstahl-Fitnesspark hier. Sieht das nicht klasse aus mit dem Baum hier, der hier so separat steht? So ein herrliches Bild. Ja, und hier ist dann sowas wie diese Seeterrassen, die es mittlerweile überall gibt. Freie Uferstelle, Uferstelle Bürgerpark nennt sich das Ganze. Sehr schön angelegt. Da hinten ist ein Café direkt in der Ecke. Kann man sich auch nochmal schön in der Sonne setzen und das ein oder andere Getränkchen genießen. Hier lebt man schon nicht schlecht, denke ich. Ja, und man sieht es ja auch schön. Die Leute nutzen echt nochmal die letzten Sonnenstrahlen, auch wenn es nur 4 Grad sind. Aber mit der Sonne kann man hier echt noch gut sitzen. Und hier fährt man nochmal auf so ein Riesengebäude zu. Was das ist, wird gleich bestimmt irgendwo stehen. Also in dem Gebäude ist hier Industrie- und Handelskammer. Vielleicht hat es der ein oder andere vorhin auch schon gesehen. Da hängen ja die blauen Fahnen vor, wo IAK draufsteht. Habe ich aber mit meinem schmalen Linsenblick nicht gesehen. Jetzt bin ich wieder auf so einem kleinen Türmchen hier. Oder so eine Aussichtsplattform. Und genieße einfach nur. Und überall so diese kleinen Möglichkeiten, dass man auch runtergehen kann zum Wasser wie hier. So ein Einstieg. Und dann kann man auch wieder entlang dieser schönen Mauer am Wasser fahren. Aber man muss sich auch gelegentlich mal umdrehen, weil auch der Rest hier definitiv nicht zu verachten ist, wie ihr vielleicht dort sehen könnt. Zwar modern dazwischen gebaut, aber ich finde, dass es trotzdem irgendwie gelungen ist, durch die geschwungene Architektur und dass so viel Grün mit eingebracht ist. Es fügt sich irgendwie ganz gut ins Bild ein. Was natürlich hier nicht fehlen darf, sind überall diese Denkmäler. Aber das ist ja auch so klassisch, wenn man so durch diese Altstädte kommt. Wobei ich finde, auch auf diesen Radreisen, sage ich jetzt mal, ist es im Bayerischen doch deutlich mehr, was an Denkmälern ist oder so kirchliche Geschichten. Aber ist ja auch nachvollziehbar hier. Ich könnte hier stundenlang draufhalten, Leute. Es ist einfach super. Habe ich wahrscheinlich jetzt 10. Mal gesagt in diesem Video, aber es ist echt der totale Genuss. Ja, jetzt bin ich nochmal auf der anderen Seite angekommen, wo man dann den Löwen neben dem Leuchtturm auch mal schön von vorne erkennen kann. Wenn ich ihn denn gerade filme, bin ich auf dem Löwen? Ja, bin ich. Ist immer so schwer zu erkennen mit der Kamera und dem Displayschutz. Ja. Und das, was man da drüben sieht, müsste schon Österreich sein, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und jetzt gehe ich natürlich auch einmal über den Rummel. Vielleicht mal irgendwie so diese gebrannten Mandeln holen oder so. Die sind ja auch immer ganz süß und lecker. Schaut mal jetzt mit dem blauen Himmel da im Hintergrund und den Gebäuden. Ist doch herrlich. Hier ist die Rückseite von diesem Bibliotheksmuseum. Nicht weniger schön als die Front. Auch hier zoome ich mal wieder. Muss mal so
schön zu sehen. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen fahrradaffin bin. Und wenn ich dann sowas hier sehe, könnte ich mich natürlich auch schnell verlieben. Also ich könnte hier wirklich stundenlang durch die Gassen radeln. So, hier ging es mal wieder hoch. Und überall, wo es hoch geht, hat man in der Regel auch, naja, ein bisschen Aussicht. Hier jetzt gerade nicht so. Hier riecht es nur extrem nach Gras. Also ich meine das zum Rauchen. Ich finde diesen Geruch immer so extrem unangenehm. Er brennt sich immer so richtig in die Nase. Naja, jedem selbst überlassen. Jetzt ist herrlicher Sonnenschein hier. Aber ich werde jetzt die Insel Lindau wieder verlassen und Richtung City Lindau, also Festland im Grunde, fahren. Hier hat man jetzt einmal einen Blick auf die Insel von der anderen Seite. Wobei Insel ist eigentlich übertrieben. Es ist zwar mit einer Brücke verbunden, aber naja, es ist eine Insel, rein rechtlich. Was schön ist jetzt hier mit dem Herbstlaub, dass man hier so durchfährt, der blaue Himmel und dann diese kleinen Häuschen dazwischen. Was heißt klein? Aber durch das Fachwerk haben die irgendwie sowas Uriges und das wirkt auf mich dann immer wie ein kleines Häuschen, wie so ein Hexenhäuschen halt. Aber das könnt ihr ja selber entscheiden, wie ihr das seht. Hier stehe ich jetzt an dem, wie heißt es, Aschacher Bad. Ein Pfahlbad, erbaut 1911 und die Leitung ist in privater Hand. Und da steht schön auf diesen Holzpfählen. Ich muss mal so ein bisschen aus der Sonne raus, dann sieht man das vielleicht besser. So dürfte es nicht mehr ganz so sehr blenden. Und das hatte ich gerade, wie gesagt, von der anderen Seite schon einmal fotografiert. So vom Nahen natürlich noch mal schöner. Schaut mal, hier sieht man diese ganze Promenade, wo ich jetzt herradeln werde. Da muss man sich doch schon freuen. Und hier diese kleine Bucht mal vom Nahen. Und überall sind so kleine Badehäuser, wie man da in der Mitte des Bildes ungefähr sieht. Die sind aber größtenteils privat. Das ist schon eine sehr gute Lage hier, denke ich. Von hier hat man gerade mal so einen schönen Blick auf Lindau. Deswegen wollte ich euch das auch einmal kurz zeigen. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber trotzdem ganz schön mit dem Licht. So, ich bin jetzt ja gerade ein bisschen rausgefahren, weil ich ein Schild gesehen habe, was mich interessierte. Und jetzt bin ich mittlerweile in Bad Schachen. Also nicht nur Lindau, auch Bad Schachen gibt es jetzt zu sehen. Hier, ich bin mittlerweile so ein bisschen von der Hauptstrecke wieder weg, ist ein Erholungsheim. Das macht irgendwie ein bisschen düsteren Eindruck, finde ich. Aber trotzdem sehr interessant. Alleine auch schon, weil hier so eine Brücke drüber geht. Und das hat schon irgendwie so ein bisschen was schön Schauriges, finde ich. Dann geht da die Treppe weiter runter. Ich hoffe, ihr könnt das alles so erkennen. Richtung Bodensee. Hier ist auch so ein parkähnlicher Garten. Na, wobei, es ist schon Park. Also das hatte schon was Beeindruckendes. Irgendwie düster, aber beeindruckend. Ja, wie ihr sehen könnt, jetzt kommt schon Wasserburg. Jetzt muss ich aber langsam mal ein Ziel finden, sonst wird es bald dunkel. Hier ist das Weingut Deufel, was hier so einen kleinen Weinberg hat. Ob das noch mehr hat, wo ich von ausgehe, weiß ich nicht, aber das hier wird sich wohl kaum lohnen. Und teilweise rollt man dann hier einfach so durch die Felder. Natürlich muss ich nachher auch wieder den Berg hier hoch. Da ist nichts mit Hochrollen, aber das macht nichts. So, ich habe gerade mal eine Radfahrerin gefragt, die hier bergauf neben mir war.
ob es denn hier wirklich ein Wasserschloss oder eine Wasserburg gibt oder ob nur der Ort einfach so heißt. Und sie meinte, das müsste eigentlich nur der Ort sein. Hier gibt es wohl ein Hotel, was da unten am Wasser ist, aber kein reines Wasserschloss oder Wasserburg. Aber sie hat mir diese kleine Halbinsel hier vorne empfohlen. Da sollte ich doch noch mal runterfahren. Das wäre ein toller Anblick. Das mache ich jetzt gerade. Und dann muss ich mal weiterschauen, wie es letztendlich vorangeht. Weil man erkennt es am Sonnenstand vielleicht noch nicht ganz so gut. Aber um die Jahreszeit wird es schnell dunkel. Und ich muss noch so eine gute Stunde mindestens zurück reinplanen und möchte das eigentlich ungern im Dunkeln machen. Ist noch nicht so weit, aber bald. Und das würde ich halt gerne vermeiden. Ich möchte schon im Sonnenlicht zurück. Ach, die haben Gummistiefel an. Ich dachte, die laufen da barfuß durch. Gut, mit Gummistiefel ist das noch machbar. Ansonsten ist echt kalt an den Füßen. Da vorne diese schöne Kirche, die werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Weil die sieht von hier schon super schön aus. Dann wird der Rest rundum auch nicht zu verachten sein, denke ich mal. Ansonsten immer wieder dieses Bild mit den Bergen im Hintergrund, auch wenn jetzt die Wolken schon mehr oder weniger drüber hängen. Aber es fasziniert mich unheimlich. So, hier steht jetzt nochmal Schloss Wasserburg, auch wenn es ein Hotel ist. Aber es war ursprünglich ein Schloss. Deswegen ist es ja auch so schön da mit der Kirche dahinter. Die sieht man gerade nicht so gut, zeige ich gleich nochmal. Jetzt ist sie schön drauf. Boah, ja, hier ist jetzt wieder das ganz grobe Kopfsteinpflaster. Es tut mir leid. Ich versuche echt mein Bestes. Und hier einmal der Blick von der anderen Seite auf das Schloss Wasserburg. Schaut euch mal diesen schönen Brunnen mit den Aalen an. Ich nehme an, es sollen Aale sein. Und hier geht's raus auf so eine Seebrücke, wo ich jetzt absteigen muss, weil Fahrradfahren verboten ist. Aber bis hierhin darf man. Und auch von hier ist der Blick schon nicht schlecht. Auch da vorne ist schön zu sehen, dass der Weg doch nicht mehr so ganz astrein ist, der darüber führt. Ich denke mal, dass das momentan nicht genutzt wird. Jetzt das Ganze mal vom Nahen, so auf den Stelzen, das sieht ja wunderschön aus. Und auch der Weg hier ist nicht gebrochen, es sah nur vom Weiten so aus. Macht nicht unbedingt den vertrauenserweckendsten Eindruck, aber ist noch ganz. Und der Weg hier ist ja auch mal was Besonderes. Muss man ja einfach mal so sehen. Ja, hier kommen sie sogar mit der Kutsche rumgefahren. Das ist ja toll. Echt schön. Haben sich nur die Kinder ein bisschen erschrocken. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch Gas geben, sonst habe ich sie im Nacken. So Leute, wie ihr glaube ich unschwer erkennen könnt, bin ich wieder an meinem Bulli angekommen. Die Sonne geht langsam unter. Ich hoffe, das blendet beim Film nicht zu sehr. Und ja, ich werde mir jetzt tatsächlich noch mein Stühlchen rausstellen. Es ist ja schon ein bisschen später, aber es ist echt immer noch sehr angenehm. Die Kinder toben hier draußen auch noch, hört man vielleicht gerade. Und dadurch, dass es windstill ist, die Sonne ist da. Ich hatte noch kein Mittagessen, wird jetzt dann direkt Abendessen werden. Da ich ja jetzt heute 630 Kilometer, 6 Stunden, Autobahn war komplett leer, selbst die A7, was mich echt gewundert hat. Bin also in eins durchgerutscht, mit einer kurzen Pause zwischendurch und jetzt mit dem Rad hier waren, ich glaube, 35, 38 Kilometer heute noch. Das sollte genügen. Wie gesagt, Essen
in der Sonne setzen, Füße hochlegen und später mit dieser Aussicht einfach einschlafen. Macht's gut, euer Markus.